Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, diese Sendung kommt von einem Mitglied der House of Cards Gruppe, der hat schon länger versucht, die loszuwerden. Ich glaube, schon vor einem halben Jahr hat er die mal reingestellt gehabt und irgendwie will sie keiner. Das sind japanische Karten, da habe ich mir gedacht, ich nehme sie. Und dementsprechend habe ich sie jetzt hier. Das sind zwei kleine Stapel aus zwei unterschiedlichen Sets. Das hier sind die koreanischen Millennium Rare Karten und das hier sind die aus dem japanischen 20th Anniversary Pack oder auch aus dem koreanischen. Ich weiß es gar nicht, die sind japanisch. Und das war ja das japanische Set, wo bei uns quasi in einer abgewandelten Form in Dusa rausgekommen ist. Und ich würde sagen, wir starten. Da haben wir einmal diese neue Gaia-Karte aus dem Millennium-Pack. Bei den Namen, muss ich sagen, steige ich leider Gottes aus. Die habe ich wirklich nicht im Kopf. Und ich habe es leider versäumt, mir jetzt hier Notizen zu machen zu dieser Folge. Deswegen müsst ihr mit viel, ich habe keine Ahnung, wie die Karte heißt, klarkommen. Auf jeden Fall mega cool im Prismatic Secret, der leider die einzige Prismatic Secret in der Sendung. Aber was soll's, mega cool die Karte, richtig schön, nehmen wir gerne mit. Dann haben wir eine Card of Demise in Ultra Millennium Rare, auch ja, auf Japanisch geht sie oder auf Koreanisch geht sie noch einiges, ist auch eine der wertvolleren Karten in der Sendung hier, ist ja auf Deutsch schon schweineteuer und ich persönlich finde halt, dass aufgrund des Millennium Rare Effekts, der noch darüber gelegt ist, die Japanische halt einfach auch einen cooleren Effekt hat, ne? Von der Optik her ist die einfach geiler. Dann geht's weiter mit dem, oh Gott, Drachenfeuerfluch heißt der, glaube ich. Das ist diese Abwandlung des Drachenfluchs, die wir natürlich auch hier zu Gesicht bekommen. Ich persönlich finde den normalen Drachenfluch schöner. Ich finde, die Karte ist ein bisschen ja, weniger gut designt. Aber was soll's, es könnte auch schlimmer sein. Ist auf jeden Fall trotzdem an und für sich eine ganz annehmbare Karte. Und ist bei uns, glaube ich, auch in Ultra Rare rausgekommen, soweit ich weiß. Dann haben wir, oh Gott, war das jetzt Arm- oder Beinfesseln? Bin ich mir gerade nicht sicher. Die kam bei uns in Super raus, die ist hier Ultra Rare mit dem Millennium Rare Effekt drüber, habe ich auch schon ein paar hier. Ist natürlich auch schön, auch dieser Glanzeffekt, seht euch das mal an, übertrieben geil, mega fett. Ultras haben wir hier Gott sei Dank ein paar drin, dann haben wir hier Rebellion. Das ist eine Karte, die ist echt wahnsinnig ägyptisch, man sieht es ja schon allein aufgrund des Bildes, ne, mit dem Pharao auf seinem Thron, der hier gestürzt wird. Sehr, sehr cool, sehr, sehr schöne Karte. Wunderbar. Ist bei uns, glaube ich, auch in Ultra rausgekommen und mit dem Millennium Rare Effekt ist vor allen Dingen bei der Karte passt das halt extrem gut noch. Dann haben wir noch eine Ultra Rare, das ist der richtige Name, ist bei uns auch in Super Rare rausgekommen. Ist eben auch hier koreanisch Ultra Rare diesmal. Und ja, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen, ist eine extrem geile Karte und auch der Millennium Rare Effekt passt hier sehr gut. Und dann, ich glaube, das müsste die, ja, das ist die letzte Ultra Rare, das müsste, oh Gott, Opfer des linken Arms, oder wie die heißt, oder so, die war mal relativ wertvoll aus dem Set, die hat man zwar permanent gezogen, die war überhaupt nicht selten, aber die war mal relativ wertvoll, zumindest eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, und war bei uns super rare. Dann haben wir, genau, die gab es bei uns nicht in dem Set, das ist der Chaos Imperator Drache in Super Millennium, davon habe ich jetzt in meiner Sammlung schon 4 Stück, deswegen, oh, ich glaube, ich werde den in die Sammlung mit aufnehmen, auf jeden Fall noch. Sehr, sehr schön, sehr, sehr coole Karte. Freut mich auf jeden Fall, dass wir die hier haben. Und sieht halt einfach episch aus, kann man sagen, was man will. Dann haben wir den Black Luster Soldier. Ebenfalls im Millennium Rare, passt natürlich auch hervorragend. Da haben wir auch einige schon hier. Der geht jetzt nicht so viel, ist aber trotzdem eine Karte, die ganz nett zum Ansehen ist. Und ja, man kann sie sich leisten, wenn man mal Lust auf was Schönes hat, auf eBay vorbeischauen. Irgendwer hat die meistens für ein paar Euro im Angebot. Ist auf jeden Fall was fürs Auge. Dann haben wir den Red Eye, den Beastgirl Dragon in Millennium Super, auch richtig cool. Ist ja im Allgemeinen schon eine schöne Karte auf dem Artwork her. Und gehört aber auch jetzt eher zu den billigeren Karten des Sets. Hier haben wir jetzt einen kleinen Unterschied zwischen der koreanischen und der japanischen Version. In der japanischen Version ist die Karte unzensiert, das heißt mit den Handgranaten dran. Die Koreaner haben aber natürlich auch die zensierten Artworks. Dementsprechend haben wir hier unser Artwork im Millennium Rare Design. Deswegen ist es natürlich vor allen Dingen für mein Projekt sehr von Vorteil, dass wir jetzt auch wirklich die koreanische haben und nicht die japanische. Ich persönlich finde auch, dass unser Artwork viel besser aussieht als das Original-Artwork mit den Handgranaten. Also finde ich das hier wesentlich besser. Dann haben wir Schrumpfen. Die Karte war mal als Promo bei Storm of Neos, glaube ich, dabei. Bin mir gar nicht mehr sicher. Oder war das Storm of Neos? Dann haben wir eben das Ritual für Aufgegeben, genau. Dann die Sündenböcke. Haben wir jetzt auch schon ein paar hier. Auch ganz cool eigentlich.
Ja, die kennen wir ja. Das ist diese Schildkröte, die war bei den ersten Yugi Legendary Decks dabei. Haben wir hier auch nochmal den Millennium Super Raph. Den habe ich auch einen ganzen Haufen. Genauso wie von der hier. Das war auch eine Promokarte aus dem Set, die jetzt, glaube ich, 3 Euro sogar geht. Wenn ich mich nicht täusche. Also nicht die japanische, sondern die deutsche. Dann haben wir Aufgegeben Himself. Auch sehr, sehr cool. Sieht sehr, sehr edel aus mit diesem Millennium Ray Effekt. Wahnsinnig cool. Und vor allen Dingen ist es ja nicht nur der Millennium Ray Effekt, es ist ja auch dieser Nebel, der hier dann über die Karte geht. Ich weiß nicht, ob man den hier irgendwie einfangen kann. Der Nebel ist immer ein bisschen schwierig einzufangen. Ich glaube, jetzt sieht man ein bisschen, aber bin mir nicht sicher. Müsst ihr dann wirklich mal gucken, wenn ihr die Karte vor Augen habt. Dann haben wir den 5-Götter-Drachen. Der kommt auch auf jeden Fall in die Sammlung. Haben wir, glaube erst 7 oder 8 Stück davon. Richtig cool. Muss glaube ich auch nicht viel zu sagen. Die einzige noch coolere Version ist halt tatsächlich die Ultimate aus Japan. Und dann haben wir natürlich noch Exodus, der ultimative Verboten Lord. Und jetzt wollen wir uns mal die Karten ansehen, die wir aus dem anderen Set haben. Und zwar aus diesem 20th Anniversary Pack. Da sind jetzt keine großartigen Raritäten dabei. Wir starten natürlich mit der höchsten. Das ist Castell. Der ist hier super rare in diesem, mit diesem Effekt, mit diesem extrem geilen Regenbogenfarben schillernden Parallel-Effekt. Ja, richtig cool. Weiß gar nicht, was da geht. Also zu den Werten kann ich ja nicht sagen. Dann haben wir solchen verbreitender Zombie. Der ist jetzt eben Kamen. Also die restlichen sind alle Kamens. Nur mit dieser Folie noch drüber. Dann haben wir eine Mirror Force. Sieht auch mega cool aus. Sehr, sehr schön. Da haben wir fast noch gar keine aus dem Set. Dann haben wir eben hier eine, oh Gott, wie heißt die? Tsukuyomi? Irgendwie so. Übertrieben fett. Mega nice. Dann haben wir die Einzelfeuerblüte, auch richtig cool, haben wir glaube ich das letzte Mal gesehen bei dem Mega-Opening mit den Champion-Pack-Karten. Dann haben wir Elemental Stratos, ja, kennen wir auch alle. War damals auch eine fiese Karte und schweineteuer aus der Jump. Dann haben wir einen Grand Maul, Schädelsuchender Ritter. Genau, das ist auch eine übel coole Karte, vor allen Dingen aus dem Turbo-Pack. Der geht aus dem Turbo-Pack, müsst ihr mal vorstellen, 2,50 Euro aus dem Turbo-Pack, das ist eine fucking Ultra. Ich kann mir nicht erklären, warum die so wenig wert ist. Normalerweise sind die Karten alle mehr wert aus dem Set, zumindest die Holos. Dann, oh Gott, das ist Kai aus der Schattenmonarch, wenn ich mich nicht täusche. Genau, auch mega sexy. Den Namen weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, wie die heißt. Die gab es aber auch mal in Super Rare in irgendeiner WC-Promo, glaube ich. Sehr cool und ich glaube auch irgendwie mal aus dem Champion Pack oder so, wenn ich mich nicht täusche. Dann Karten Auto D. Auch eine coole Karte. Dann, das war Feuerformation Tanky, wenn ich mich nicht schwer täusche. Richtig cool, also eine relativ moderne Karte eigentlich, oder zumindest eine moderne Rekkarte. Das sagt mir jetzt gar nichts, das hat aber was mit den Artefakten zu tun auf jeden Fall. Das sieht man auch im Artwork, das sind die ganzen Artefakte unten dran. Das war jetzt was mit den Samurai, also die nächsten Karten, die jetzt kommen, da habe ich teilweise halt wirklich gar keine Ahnung, wie die heißen. Aber ihr wisst es wahrscheinlich, ihr kennt euch da ja aus. Dann diese nette Synchro hier. Auch eine relativ coole Karte von der Optik, finde ich. Sieht sehr schick aus. Das hier ist ein Übelschar. Ouroboros, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Übelschar Exis-Karten finde ich richtig cool. Vor allen Dingen in Secret finde ich irgendwie ein bisschen verschwendet, dass der hier nur als Kamen rausgekommen ist. Dann eine Wiedergeburt im unzensierten Artwork. Auch hier muss ich sagen, finde ich das Zensierte von uns wesentlich schöner als das Unzensierte. Auch wenn das Unzensierte auch so seine Reize hat. Man kennt es halt auch nicht so wirklich. Und zu guter Letzt ist das glaube ich, Monster-Tor ist die Karte, wenn ich mich nicht täusche. Erinnert so ein bisschen an die Karte Beschwören oder Beschwörung. Richtig cool und das war's mit der Sendung. So, ich hoffe, euch hat die Sendung genauso gut gefallen wie mir. Könnt ihr mal eure Meinung dalassen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und haltet die Ohren steif.